Beim Rallyfahren bewegen wir uns ja immer im Grenzbereich. Das heißt, die Kurven, ja, können schwierig werden, man kann rausrutschen. Und ich möchte euch heute mal erklären, was wir tun, damit wir nicht aus der Kurve rausfliegen. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wenn man zu schnell in die Kurve fährt. Also ich fahre jetzt mal hier rein. So, jetzt bin ich zu schnell gefahren. Was kann passieren? Das Auto kann über die Vorderräder wegrutschen. Das heißt, ich verliere die Haftung auch auf den Vorderrädern. Dann rutscht es einfach so geradeaus aus der Kurve raus. Ich kann den Baum die ganze Zeit anschauen. Dann gibt es den Fall, den ich hoffentlich nicht treffe. Dann gibt es den Fall, dass das Fahrzeug die Haftung auf den Hinterrädern verliert. Was passiert dann? Dann fange ich mich an zu drehen und ich kann eigentlich die ganze Landschaft besichtigen. Will ich auch nicht. So, was kann ich jetzt tun, damit ich das einfange? Untersteuern, ich verliere die Haftung auf den Vorderrädern, das Auto fängt an aus der Kurve zu rutschen. Jetzt darf ich einen Fehler auf gar keinen Fall machen, dass ich weiter einlenke. Das ist ja natürlich, weil man ja da rum will um die Kurve. Das darf ich aber nicht tun, sondern ich kann die Lenkung sogar wieder ein bisschen aufmachen, wenn ich schon zu viel eingelenkt habe. Dann kriegen die Vorderräder wieder Haftung und ich komme um die Kurve rum. Ist doch eigentlich recht einfach. Ich muss eigentlich nur die Lenkung entweder wieder ein bisschen aufmachen oder eben auf keinen Fall weiter einlenken. So, jetzt passiert der nächste Fall. Das Heck bricht aus. Ich verliere die Haftung auf den Hinterrädern. Jetzt muss ich wirklich schnell reagieren. Ich komme hierher, das Heck bricht aus und nur hier kann ich das Auto überhaupt noch einfangen. Ich kann nur so viel einfangen, wie ich gegenlenken kann. Ich muss jetzt so schnell ich kann gegenlenken, also praktisch in diese Richtung, dann fange ich das Heck wieder ein und dann muss ich natürlich auch wieder gerade lenken, um dann um die Kurve rumzukommen. Und das muss in Bruchteilen von Sekunden ablaufen, weil sonst habe ich keine Chance mehr, das Auto einzufangen. Deswegen ist es zu schwierig, wenn das Fahrzeug übersteuert, das einzufangen. Das braucht viel Übung und dazu sollte man eben auch jährlich mindestens ein Fahrertraining machen. Am besten hier wie auf so einem ADAC-Übungsgelände hat man dann auch professionelle Unterstützung, die einem das erklären, wie das geht. Beim Straßenverkehr kann man das schlecht üben. Und natürlich, wenn ich viel zu schnell hier reinfahre, ja, dann geht gar nichts mehr. Klar, die Physik kann ich nicht besiegen. Die bleibt. Aber wenn ich im Grenzbereich bin, kann ich immer noch einiges retten.